Hallo und herzlich willkommen zu Wissenslust. Heute geht es weiter mit den Teilen Hormonen, Depressionen, was kann so dahinter stecken? Und mir ist es mal ein ganz großes Anliegen, weil ich ja darüber erzählt hatte mit bioidentischen Hormonen und was ist denn da überhaupt so der Unterschied? Wie komme ich denn überhaupt so darauf? Und da fühlen sich natürlich einige Schulmediziner, glaube ich, ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn wir uns etwa informieren. Und ich finde, das ist der größte Vorteil bei Google, auch wenn man immer sagt, wenn man etwas hat, Google nicht danach und mach nicht. Aber vielleicht müssen wir nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, sondern gucken wir mal nicht immer, was könnte das alles sein, sondern vielleicht sollten wir immer mal schauen, was ist denn die Ursache? Was könnte es denn sein, dass ich irgendeinen Mangelzustand habe, dass ich also krank werde? Und ich habe unter anderem zum Glück von meinem Cousinchen ein Buch bekommen. Und zwar ist das von der Dr. Med. Annelie Scheuernstuhl und der Heilpraktikerin Anne Hild. Das ist eines. Ich habe ganz viele Bücher über Hormone unter anderem auch. Und wollte einfach da auch mal nachschauen, fand ich ganz großartig. Und ist mir ein großer Ratgeber gewesen auch in dieser Zeit. Und hat mich vorbereitet. Und wie gut, dass man sich vorbereiten kann, auch wenn das in der Schulmedizin dann nicht gern gesehen wird. Und ich glaube, das kennt auch jeder von euch. Wir gehen ja praktisch schon mit unseren eigenen Diagnosen zum Arzt. Entschuldigung, muss ich jetzt so lachen. Aber ich sehe es halt gerade vor mir. Und ich glaube, das ist erst auf das. Ich glaube, das ist das und das. Weil man sich natürlich informiert hat, aber weil man vielleicht seinen Körper auch ein bisschen kennt. Natürlich können wir nicht sagen, oh, ich habe jetzt Krebs oder das. Also bitte, wir halten die Waage, sondern mit den einfachen Dingen. Aber wer so ein Körpergefühl hat und sagt, ja, ich kenne meinen Körper gut und da passt das dann nicht. Da passt es dann wieder gut. Okay, ich möchte euch bitte aus diesem Buch etwas vorlesen, was ich einfach als Schlüsselfunktion werten würde. Und vielleicht weiß der eine oder andere das eben noch nicht oder es wird aufgefrischt. Der Unterschied zwischen biologischen, bioidentischen und körperfremden Hormonen. Was ist nun der Unterschied zwischen dem, was üblicherweise unter Hormonen verstanden wird, und den Stoffen, die alleine diesen Namen führen sollten? Hier ein Beispiel also zur Verdeutlichung. Stellen Sie sich vor, Sie sind so wohlhabend, dass Sie überall auf der Welt Immobilien besitzen. Da Sie nicht wissen, an welchem Ort Sie morgen sein werden, haben Sie nur einen einzigen Schlüssel zur Verfügung. Den Generalschlüssel, der zu allen Ihren Immobilien passt. So ähnlich kann man sich die Situation der Hormone im Körper vorstellen. Sie sind der Generalschlüssel, der zu allen Zellen passt, um diese zu öffnen und Stoffwechselprogramme oder Stoffwechselprozesse in Gang zu bringen. Wenn nun dieser Schlüssel völlig identisch kopiert wird, ist es unwichtig, ob mit dem Original oder der Kopie geöffnet wird. Klar, oder? Wenn er allerdings auch nur ein bisschen anders aussieht und nur teilweise passt, werden Sie in viele Ihrer Häuser und Wohnungen nicht mehr hineinkommen. Der Schlüssel bleibt vielleicht im Schloss stecken oder passt möglicherweise zum Nachbarn, was den Besitzer vermutlich nicht freuen würde. Warum erzähle ich diese kleine Geschichte? Weil das einleuchtend ist. Es macht es manchmal, das Einfache ist manchmal einfach das Beste. Denn Medikamente mit hormonähnlicher Wirkung, die fälschlicherweise auch von Fachleuten Hormone genannt werden, sind wie nicht exakt kopierte Schlüssel, die nicht genau oder an falschen Stellen passen. Und daher können sie falsche Reaktionen auslösen oder sich im Körper ganz anders verhalten, als es ihre natürlichen Vorlagen tun. Und statt des Gleichgewichtes nun wiederherzustellen, verschlechtern sie es noch mehr. Wenn die biochemische Struktur des nachgemachten Hormons genau der des biologischen Originals entspricht, dann handelt es sich um bioidentische Hormone. Und es ist für den Körper egal, ob es im Labor hergestellt wurde oder ob es selbst gebildet wird. Die biochemische Struktur ist entscheidend. Der nachgemachte Schlüssel muss vollkommen identisch sein, denn dann entspricht die Kopie dem Original und kann ebenso wie diese alle Schlösser öffnen
und die damit verbundenen Stoffwechselprozesse auslösen. Entspricht die biochemische Struktur des nachgemachten Hormons nicht exakt der des Originals, sondern ist nur ähnlich, dann handelt es sich um körperfremde Stoffe, die eigentlich den Namen Hormon gar nicht verdienen. Durch neue Studien wird immer offensichtlicher, wie wichtig es ist, das geordnete Zusammenspiel aller Hormone in unserem Körper für die Gesundheit zu haben. Hormonsubstitutionen sollten also immer Simulation der Natur sein. Das heißt, dass das Fehlende mit exakt dem Stoff ersetzt wird, der eben fehlt, und im Zusammenspiel aller beteiligten Stoffe so das Gleichgewicht wiederherstellt. Die biochemische Struktur ist entscheidend. Also, ob es sich um echte, bioidentische Hormone handelt, die jenen in unserem Körper exakt gleichen, oder ob wir es mit synthetischen, künstlichen, unserem Körper fremden Stoffen, Medikamenten mit hormonähnlicher Wirkung zu tun haben, entscheidet sich nicht durch die Tatsache, dass ein Hormon im Labor hergestellt wird. Es kommt darauf an, dass das Produkt eben die Kopie und nochmal in allen Punkten identisch ist mit unseren körpereigenen Hormonen. Das fand ich jetzt absolut wichtig und mit dieser Voraussetzung gehe ich natürlich auch zu einem Arzt und genau mit dem, dass mein Gleichgewicht wiederhergestellt wird, denn wer den vorigen Film gesehen hat, weiß, dass ich gerne diesen Speicheltest machen lassen wollte. Da kommen wir dann auch nochmal zu, das wird nochmal ein anderer Film. Und dass mir da Unverständnis entgegengebracht wurde, also nur Geldmacherei. Und natürlich, sowas wird nicht von den Krankenkassen finanziert. Da frage ich mich doch wieder, wieso? Wenn wir doch alles Individuen sind. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder Mensch hat eine ganz andere Zellstruktur. Dann sind auch die Hormone in unserem Körper ganz anders verteilt. Also wie kann ich denn eine Tablette bekommen oder einen Pumpstoß, der für jeden passen soll? Und auch da bin ich wieder einfach mal von meinem Kopf her mit der Frage belastet, sagt mal, wer gibt denn eigentlich vor, was wir nehmen sollten? An wem wird es denn getestet überhaupt? Wissenschaftliche Studien. Also gehen wir jetzt auch mal von den chemisch hergestellten, nicht bioidentischen Stoffen. An wem wird denn sowas eigentlich getestet? Nur an Frauen oder wird es an Männern getestet? Also finde ich eine ganz interessante Sache, ne? Wird es auch an Menschen getestet, die nur gesund sind, also zum Glück gesund sind? Oder wird es an Menschen getestet, die wirklich einen Mangel eben im Körper haben? Also wie ist die Studienlage da eigentlich wirklich so genau? Das würde mich zum Beispiel auch immer sehr interessieren. Und jetzt wissen wir, wir können die Natur kann man wirklich nicht kopieren, außerhalb. Also es gibt so einen wunderbaren Spruch, ich glaube es war Albert Einstein, ihr müsst mich da einfach korrigieren, wenn das nicht der Fall war. Der hat, glaube ich, gesagt, jeder Mensch, ob groß oder klein, kann einen Käfer zertreten, ganz einfach. Aber noch nicht einer hat geschafft, einen Käfer wiederherzustellen. Das sagt auch schon viel aus, ne? Also fand ich ganz toll. Ich bin der Meinung, es war Albert Einstein und nicht Schopenhauer. Bin mir sicher, es war. Aber wie auch immer, alleine das regt mich immer zum Nachdenken an. Und ich hoffe, dass ganz viele, die jetzt vielleicht zuschauen, also vielleicht gibt es einige, die auch mal einen Kommentar drunter schreiben, oder aber, dass ich dieses Samenkörnchen setzen kann, dass ihr wirklich auch überlegt und für euch selber einsteht. Und ich muss da in meinem bekannten Umfeld denken, auch mit Krebs, das wird also auch nochmal eine Reihe werden, wie wenig dann doch auf ganz viel eingegangen wird. Aber das ist eine andere Sache. Arthur Schopenhauer hat zum Beispiel auch gesagt, es gibt nur eine Heilkraft und das ist die Natur. In Salben und Pillen steckt keine. Höchstens können sie der Heilkraft der Natur einen Wink geben, wo etwas für sie zu tun ist. Also das war Arthur Schopenhauer. Und mit diesem wunderschönen Ausspruch möchte ich mich gerne für dieses kurz verabschieden, aber es geht dann weiter. Und ich hoffe, ihr schaut wieder rein, bleibt gesund
oder werdet gesund und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.